Meistens ist es aber bei den Beispielen anders. Man hat den Radius gegeben und die Höhe. Und dann muss man halt drauf schauen, wie man zu der Bogenlänge und der Sehnenlänge kommt. Dazu haben wir ja vorher schon einmal Pythagoras gelernt und den Kreis gelernt und den Kreissektor gelernt und den Umfang vom Kreis. Und all diese Sachen, die mischen wir jetzt zusammen und dann schauen wir, was da für Formeln entstehen. Auf geht's! So, da haben wir also den Drehkegel und da habe ich einen Teil davon rausgeschnitten. Und wir sehen jetzt, hoffentlich, was ist entlang von der Linie, habe ich ihn auseinandergeschnitten. Das ist also S. Das ist die Höhe von dem Kegel. Und das ist der Radius vom Grundkreis. Da haben wir einen rechten Winkel. Und schon steht uns der Pythagoras zur Verfügung. Der lautet also, da ist der rechte Winkel, gegenüber ist die Hypotenuse. Also, S Quadrat ist gleich eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat. Fertig. Natürlich, wenn ich S will, muss ich da die Wurzel ziehen. Und die Bogenlänge ist ja nichts anderes als der Umfang vom Grundkreis. Also die Bogenlänge ist der Umfang vom Grundkreis und der Umfang war, ja, gewonnen.